Oh, ist mir schlecht. Holy Macaroni, wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie hier durchgeschafft. Wir hätten natürlich gegen die ganzen Typen jetzt hier noch schön kämpfen können. Aber ich dachte mir, ah, fuck it. Lass uns einfach abhauen. Wir wollen hier gar nicht kämpfen. Oh, ist mir schlecht. Da kommt einem hoch. Oh, ich muss mich erstmal ein bisschen hier beruhigen. Ellie? Elliest du hier? Aber gut, dass so eine einfache Tür den Typen aufhält. Okay, ist eine Sicherheitstür gewesen. Muss man dazu sagen. Wir haben Pfeile aufgebraucht. 9 können wir insgesamt tragen. Wissen wir Bescheid. Hier können wir uns. Oh ja, das ist echt nötig. Erstmal hier. Wunderschön. Puh, die Blase war so randvoll. Da musste erstmal etwas raus. Das ging echt nicht mehr. Boah. Ich hoffe, Ellie geht's da unten echt gut. Oben. Unten. Boah, wenn die mit runtergekommen wäre. Glaubt jetzt bereut. Ich hätte es auch bereut. Ich hab's bereut. So, jetzt können wir mal kurz hier gucken. Fertigungszeit. Das ist eigentlich unwichtig, diese Fertigungszeit. Wir haben so viel Zeugs, das wir eigentlich nie benutzen. Hätten wir mal ruhig machen können. Wir hätten uns wahrscheinlich auch dem Kampf gegen diesen Bloater auch ruhig stellen können. Halleluja, eine Werkbank. Fähigkeitspunkte. Schublade. Ist hier noch was? So, wunderbar. Send Hope. Steht hier. Innovation. Entschuldigung. Missing Dog. Send Hope. Boarding House for Rent. Alles mögliche Werbungsgedöns hier. So. Genug Here we Gewerbedöns. go. Zeit, etwas zu tun. Ja, was machen wir? Ein Halfter für eine Langwaffe, komm. Machen wir auch gleich mal. Können wir zwei Waffen gleichzeitig tragen? Huch, da liegt gleich schon mal eine. Komm, wir haben die Schrotflinte, Nachladetempo, Magazinkapazität. Machen wir das auf jeden Fall einmal. Schussfolge. Dafür brauchen wir auch schon wieder eine bessere Reichweite. Ziel. Geschwindigkeit. Ermöglicht die schnelleres. Ach, Zielgeschwindigkeit. Ziehen der Waffe. Ah, komm. Wir bleiben bei den Pistolen. Revolver hier. Zack. Schussfolge. Verbessern wir mal die. Zack. Brauchen wir sowieso erstmal was anderes. Nachladetempo. Haben wir voll gesteigert. Magazinkapazität. Aber von der Waffe haben wir sowieso irgendwie nicht so viel. Bis jetzt Zielfernrohr. Zack, ist drauf montiert. Jetzt müssen wir uns entscheiden, Bogen oder nicht. Zielgeschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig, deswegen mache ich mal Schussfolge. Und eine Sache kann ich noch machen, Rückstoß oder Nachladetempo. Nachladetempo ist immer besser. Scheiß auf den Rückstoß. Hauptsache, wir können schießen. So. Nicely. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Jetzt können wir nämlich einfach zack, zack, zack. Das können wir noch nachladen. Zack. Und wir wechseln zum Bogen. Nein, wir wechseln zum Backstein. So. Was erwartet uns? Was erwartet uns? Da ist nichts. Da, 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 da. 4, 5. Sechs. It's down. Finish it. I got it. Okay. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today.
Okay. Alright. Spread out. Make sure we didn't miss any more of these fuckers. Oh fuck. Bleib ruhig. Komm schon. Du überlebst das Ganze. Ich find's doof, dass er mal zu dieser Waffe greift. Huh. Und wir haben uns in die Kühlkammer gerettet. Ja, da liegt dein Freund, mein Freund. Du weißt nicht, von, wo er. Okay, wir wechseln wieder zu der Waffe. Komm schon, wir gehen hier nur in die Kühlkammer. So. Bleib still. Ich will euch doch nicht töten. Versteht ihr denn das nicht? Ich will euch leise ausschalten. Niemandem soll was passieren. Da ist noch einer. Aber ich glaube, das Horrorelement ist jetzt schon wieder vorbei. Schließlich haben sie den Klicker hier ausgeschaltet und jetzt sind wieder Hunter da. Ganz ehrlich, sind mir 10.000 Mal lieber. Auch wenn man diesen Leuten nicht so richtig... Hunter kann man halt nicht trauen. Bei Infizierten weiß man, woran man ist, aber glaub mir, ich will nicht. Ich will einfach nicht einen Infizierten im Nacken haben, statt eine Waffe im Nacken von irgendeinem scheiß Hunter. Ganz ehrlich, wer will das schon? Wenn ihr die Wahl habt, ne, wem würdet ihr euch lieber stellen? Menschen oder Infizierte? Klar, Infizierte machen weniger Probleme. Dann kommst du auf eine andere Art und Weise besser klar, aber ansonsten. Da steht einer. Und das war's, oder? Der bewacht da die Tür oder sowas. Weiß ich nicht. Können wir den herlocken? Nee, das stößt auf taube Ohren. So, in der Küche. Aber wir müssten ziemlich weit unten sein, momentan. Oh, jetzt bewegt er sich. Zwei. Ich zähle. Zwei. Yeah, I heard it too. Hey, be careful. Los, sieh doch mal einer von euch nach. Der eine trägt überhaupt keine Waffe, habe ich so das Gefühl. Der andere hat nur eine Latte. Einen Baseballschläger hat er. Basie, auch genannt. Ey, ich hab das da hingeworfen, damit ihr euch das ansieht. Nicht damit ihr da rumläuft. Lauft, läuft, läuft. Vor allem läuft. Okay, der kommt jetzt hierher. Oder? Oder nicht? Okay. Mist. Gelegenheit verpasst. Aber jetzt, wenn er wiederkommt, dann schnappen wir uns den. Ja, da geht's, glaube ich, hoch. Wo
Was ist denn der andere jetzt? Mann, wieso kann ich mich nicht mit den Verbündeten fragen? Hey Leute, faires Angebot. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Wir leben in Frieden und in Harmonie. Warum kann man das hier nicht machen? Let's just be cool, man. Take it easy. Was war das? Hallo, ich erwürg gerade deinen Kumpel. Hörst du das nicht? Naja, kann nicht jeder hören. Aber der hat eine Waffe. Ich habe eine Flasche. Ich will nicht, dass du da im Wasser bleibst. So, schön. Freut mich. Oh, oh. Auch wenn ich ihn jetzt bewusstlos geschlagen habe, der Typ ist tot. Allein aus dem Prinzip heraus, weil er ertrinkt. Wie ihr euch vielleicht denken könnt. Weil, unter Wasser kann man bekanntlichweise schlecht atmen, es sei denn, man ist ein Fisch. Und ich schätze mal, der Typ ist kein Fisch. So. Vielleicht gehe ich kurz nochmal zurück, wenn es möglich ist. Und versuche, nochmal die Werkbank zu nutzen. Weil ich glaube, ich habe, glaube ich, genug Fertigkeitspunkte, kann das sein? Sehe ich das hier irgendwo eigentlich? Ist mir irgendwo angezeigt? Nee, wird's mir gar nicht. Kann ich jetzt gerade gar nicht behaupten. Ob ich wirklich genug davon habe. Okay, hier war das scheinbar das Restaurant des Hotels. Wie man hier gut sehen kann. Hier konnte man ans Buffet gehen, sich was zu essen holen. Dann komm langsam echt Hunger, wenn ich weiter darüber rede. So, laufen wir ganz geschwind dahin. Jetzt sind die Leichen doch verschwunden, oder? Das ist auch noch ein Backstein. Schade eigentlich, aber hey, ist ja auch irgendwo normal. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Let's see what we got. Verdammt, das reicht nicht, oder? Gibt's hier was mit 20? Schade, schade, schade. Ich dachte, das würde reichen. Aber tut es nicht. Na, wir sind auf jeden Fall jetzt nochmal, auf jeden Fall sehr, sehr gut gerüstet. Was auch immer da kommen mag, wir werden ihn dem trotzen. Jetzt muss sich Joel nur ein bisschen beeilen. Bewegen. So. Ich könnte mir auch mal wieder eine Klinge basteln hier an seinem Messer, an seinem Stab da. Können wir das auch irgendwo da hochlegen? Theoretisch müssten wir das doch können. Wahrscheinlich können wir daran vorbeischleichen. So. So. Klettern wir hier hoch. Und. Fuck! Nein! Grab the gun! Fuck! Nein! What? Ellie? Hell. I shot the hell out of that guy, huh? Yeah, you sure did. I feel sick. And you just hang back like I told you to. Well, you're glad I didn't, right? I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Lead the way. Ja, ein paar nette Worte hätte er ruhig verlieren können. Tja. So geht es mit ihm zu Ende. Sorry. Von mir aus. Joel sagt das zwar nicht, aber ich sage, es tut mir leid. Und mit diesen Worten werde ich mich jetzt auch erstmal vorerst verabschieden.
bevor wir hier diese Leiter hochklettern und wieder mit Ellie zusammen verbunden sind. Verbunden, wir sind mit ihr verbunden. Ja, keine Ahnung, ob wir den Bloater hätten übrigens töten können oder nicht. Das werden wir nie erfahren. Schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es wieder heißt The Last of Us hier bei mir, bei MoogenModsMo mit mir, JMO. Ich freue mich drauf, denn dieses Spiel ist echt der Hammer. Bis dahin. Bye bye.